Die beginnenden 80er Jahre in der DDR sind wie das Jahrzehnt davor von Mangelwirtschaft geprägt. Dazu kommt nun noch die zweite Ölkrise. Im Betrieb der Reichsbahn ist davon zunächst wenig zu merken. Alles geht seinen sozialistischen Gang. Die Städte-Expresszüge fahren im Plan. Im schweren Güterzugdienst gehören die Baureihen 130 und 131 mittlerweile zum täglichen Bild. Im Personenzugdienst hat die V100-Familie bereits vielerorts die Dampflok abgelöst. Bereits über 10 Jahre im Dienst sind die Dieselloks der Baureihe 118. Sie fahren im leichten Güterzug oder im Personenzugverkehr. Oft sind sie vor langen Doppelstockzügen unterwegs. Zu den Leistungsträgerinnen im Güterverkehr gehören die 378 Dieselloks der Baureihe 120. Die aus der Sowjetunion stammenden Loks sind laut, sehr laut. Nicht umsonst tragen sie den Spitznamen Tigertrommel. Ebenfalls importiert ist die Baureihe 119. Sie stammt aus Rumänien. Bis 1985 kommen 200 Maschinen auf DR-Gleise. Im Nebenbahndienst sorgen an vielen Orten diese roten Schienenbusse für Betrieb. Die liebevoll als Ferkeltaxe bezeichneten Leichttriebwagen sind bis 1969 in großen Stückzahlen gebaut worden. Die roten Triebwagen bleiben in den 80er Jahren im Bestand fast unangetastet. Im Rangierdienst ist die Dampflok weitgehend verdrängt. Dafür gesorgt haben die vierachsigen V60, die bis 1982 in großen Stückzahlen gebaut werden. Ab 1970 als Baureihen 105 und 106 bezeichnet. Unverzichtbar sind die Doppelstockvarianten. Ein Gliederzug wird von einer 211 geschoben. Die Baureihen 211 und 242 tragen in den 80er Jahren die Hauptlast im elektrischen Netz der DR. Seit Mitte der 70er Jahre baut die DDR-Waggonbauindustrie nur noch Doppelstockwagen. Seit 1977 bereichert die Baureihe 250 den Bestand im Elektrolokomotivpark. Die schwere sechsachsige Güterzuglok soll den gestiegenen Leistungsanforderungen gerecht werden. Bis 1984 baut LEW Hennigsdorf insgesamt 273 Maschinen.
Auch Altbau-E-Loks sind noch unterwegs. Als 244 rollt bei der DR die gute alte E44.